kennst meinen Namen. Hallo. Ach, sag mal, Pan. It's very strange to be in this chair. Es ist sehr seltsam, in diesem Stuhl zu sitzen. I've been with a lot of teachers. I've done the round around a little bit. Ich war schon bei vielen Lehrern. Ich habe dieses Karussell ein wenig gemacht. I came here yesterday a little later than other people. Und gestern bin ich hier angekommen, etwas später als andere. I didn't know why I come. Just a friend of mine, which you know, really recommended I came. Eine Freundin von mir hat mir empfohlen, herzukommen. I'm not looking for a guru. I don't think that's the answer. I think the guru is inside. Ich bin nicht auf der Suche nach einem Guru. Yet, but, you think the guru is inside? Ich glaube, der Guru ist im Inneren. Because the guru on the outside is only to help you find the guru on the inside. That's all. Der Guru im Außen ist nur dafür da, dir zu helfen, den Guru im Inneren zu finden. Das ist alles. Yeah. Once you know, wenn du das einmal weißt, without any doubt, ohne jeden Zweifel, that the guru is inside, dass der Guru im Inneren ist. The job is done. Dann ist die Aufgabe erledigt. Yeah, but it's not yet done because I'm sitting here. Ja, aber die Aufgabe ist noch nicht erledigt, denn ich sitze hier. Or whatever. Oder was auch immer. Yeah, that's fine. Ja, genau, das ist in Ordnung. So I'm willing to finish the job. Ich bin schon bereit, die Aufgabe zu beenden. Introduce you to your own inner guru. Dir deinen eigenen inneren Guru vorzustellen. That's all. Das ist alles. Nice. Das wäre schön. I'd like it fast. Ich hätte es gerne schnell. Not everybody here wants it fast too. I always take the express route. Ich nehme immer den Expressweg. Yeah, fast is better than langsam for sure. I think, I feel, I'm tired of the painful way. Schnell ist besser als langsam. Mir ist dieser schmerzhafte Weg leid. Okay, so let's get right to it. Okay, dann fangen wir mal gleich an. Close your eyes. Schließ deine Augen. Just drop into your middle. Fall in deine Mitte. What's here? Was ist hier? No, I'm just. I don't know. It's shaking, nervous. Was auch nicht. Zittern, Nervosität. Just be in the middle. Angst. Fine. In Ordnung. Just be in the middle of this experience. Sei einfach in der Mitte dieser Erfahrung. Without any idea about anything. Ohne irgendeine Vorstellung über irgendetwas zu haben. I can feel the space, yet I just feel so much. It's so tight. Ich kann den Raum spüren. My heart is so tight. Aber irgendwie ist das so eng, mein Herz ist so eng. Just be in the tightness. Dann sei in der Enge. Feel the tightness all around you. Fühl die Enge überall um dich herum. I don't like it. It's painful. Ich mag das nicht. Es ist schmerzhaft. Let go of the idea. Lass die Vorstellungen los. What's here? Was ist hier? I don't know. It's... I feel like exploding. Ich weiß auch nicht. Mir ist nach explodieren. It's so much pressure. Da ist zu viel Druck. I don't understand.
understand it. It's my own pressure yet. Don't try to understand it. Ich verstehe das nicht. Das ist mein eigener Druck und dennoch versuche nicht, das zu verstehen. The mind's not gonna help us here. Hier wird uns der Verstand nicht helfen. Just give your gentle attention to the pressure. Richte einfach deine sanfte Aufmerksamkeit auf diesen Druck. See how gently you can feel the pressure. Schau noch mal, wie sanft du den Druck spüren kannst. Softly, softly. Ganz weich. What's here? Was ist hier? A little quiet. It burns. Da ist etwas Ruhe und es brennt. But yet. It's it's like those moments are small and the mind is, my mind is totally insane. Yeah, of course. Aber das sind nur kurze Momente und mein Verstand ist total wahnsinnig. This is the nature of mind. It's just insane. Non-stop. Liegt in der Natur des Verstandes. Der ist wahnsinnig. We don't have to worry about the mind. Mach dir wegen dem Verstand keine Sorgen. But it speaks all the time. It aber er spricht stop. Ständig, hört nie auf. How do you stop yours? How did you do it? Wie bremst du deinen? Wie hast du es denn geschafft? I don't bother with him. Mir but you did egal. Bother at one point before you sat in this chair. Aber irgendwann hatte dir doch was ausgemacht, bevor du auf diesem no. Stuhl saßt, oder nicht? I can't deal with before. I don't know about before. Ich weiß nicht über davor. Just right now, I don't care about the thoughts. Jetzt gerade sind mir die Gedanken egal. Once we determine that the thoughts are crazy, wenn wir einmal festgestellt haben, dass die Gedanken wahnsinnig sind, there's no point in giving them attention, right? Dann lohnt sich ja gar nicht, sich ihnen zuzuwenden, oder? It's simple. Ja, einfach. So it's as simple as it's thought crazy. Yeah, don't give attention, feel. Es ist so einfach, einfach dieses, die Gedanken sind wahnsinnig, wende dich denen nicht zu, sondern fühle. Just come back to the experience without any idea. Komm zur Erfahrung zurück, ohne irgendeine Vorstellung zu haben. Come back to the burning. Komm zum Brennen zurück. Come to. To the burning. Komm burning. Zum Brennen zurück. Yeah, the burning. Zum Brennen. Fire. Zum Feuer. The no. Ego burning. Das Ego, das brennt? No thoughts. Keine Gedanken. Yeah, no thoughts. No judgments. Keine Bewertungen. Yeah, just this experience. Und doch nur diese Erfahrung. What's here? Was ist denn hier? Okay. So much input. Yeah, forget all the ideas. Vergiss alle Vorstellungen. Forget all the judgments. Vergiss alle Bewertungen. Just be willing to not know. Sei einfach bereit, nicht zu wissen. And then you're coming here for the first time. Dann kommst du zum ersten Mal hierher. No. That's another thought. Nein, no? Das ist ein weiterer Come Gedanke. Back. Come back. Komm zurück. Just this. Nur das. No thought, no idea. Kein Gedanke, keine Vorstellung. No question. Keine Frage. Just an exploration of this moment. Nur ein Erforschen von diesem Moment. Mm-hmm.
You last a moment and then it comes back again. The mind and just... Da ist kurz der Moment und dann kommt der Verstand wieder. Just keep coming back to the moment. Komm du immer wieder zum Moment zurück. What do I do with the noise? Was soll ich mit dem Lärm machen? Not the baby, I like the baby. So. Ich meine nicht das Baby, das mag ich. Just ignore everything. Ignoriere alles. Just come back to the moment again and again. Komm immer wieder zum Moment zurück. So when that happened, the thought, the idea, all of this. That's not here, that's in the mind. Das ist eine Vorstellung, das ist im Verstand. Come back here. Komm hierher zurück. Come back to not knowing. Komm zum Nichtwissen zurück. This is the key. Das ist der Schlüssel. That's difficult, someone. Das ist schwer. Yeah. Nein. Not difficult. Es ist nicht schwer. It just takes a little practice. Es ist nur eine Frage der Übung. Just what? Just takes a little practice. Ist einfach nur Übungssache. So it's all about practice? Es geht nur um die Übung? Sure. Ja, klar. Come back. That's crazy. Yeah, that's it. Come back. Yeah. Immer wieder zurückkommen. Yeah. Dann ist es wieder wahnsinnig. Dann zurück. What do I do when I go crazy? Und was mache ich, wenn ich wahnsinnig werde? Komm zurück. Yeah. Really? Wirklich. That's all. Das ist alles. That simple, huh? So einfach? It's really that simple. Es ist wirklich so einfach. We learned to give attention to the thoughts constantly. Wir haben gelernt, uns ständig den Gedanken zuzuwenden. And you learned it really well. Und du hast es echt gut gelernt. So now it's just about learning something even simpler. Jetzt geht's nur darum, was zu lernen, was sogar noch einfacher ist. Give your attention to no thought. Richte deine Aufmerksamkeit auf Nicht-Gedanken. Just give your attention to your breath. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. It's very simple. It's relaxing. It's easy. Das ist ganz einfach. Und das ist entspannend. Das ist leicht. Of course we pop into the thoughts again and again. It's okay. Und natürlich hüpfen wir immer wieder in die Gedanken. Das ist in Ordnung. Just out of habit, you know. It's no problem. So it's einfach aus Gewohnheit, aber das ist kein Problem. Patterns, habits, conditions. Yeah, yeah. Muster, Gewohnheit, Konditionierung. Nothing important. Ja, nichts Wichtiges. But then how do you live life? Und wie lebt man dann das Leben? Life happens. Das Leben geschieht. You don't have to worry about. Da musst du dir keine Sorgen machen. Don't know how. Wir wissen nicht wie. That's all. Das ist alles. Just keep coming back here. Komm immer wieder hierher zurück. You spend the rest of your time here. Just keep coming back here. Verbring so den Rest deiner Zeit hier. Komm immer wieder hierher zurück. Again and again. Immer wieder. Nothing else. Sonst nichts. Not all. That's all. That's all. Das ist alles. This is the express route. Das ist der schnellste Weg. Come back. Zurückkommen. Express route. Very simple. Ganz einfach. It's a craziness. Every time you notice. Jedes Mal, wo du merkst. Then you can come back. Jedes Mal, wo du es merkst, kannst du zurückkommen. Yeah. If you don't notice, you can't come back, so it doesn't matter. Wenn du es nicht bemerkst, kannst du nicht zurückkommen. Also ist es egal. No, but as soon as you notice, you can come back. Aber sobald du es bemerkst, kannst du zurückkommen. Come back to your breath. Come back to your belly. Komm zu deinem Atem zurück. Komm zu deinem Bauch zurück. Whatever sensation is the most interesting. For you in the moment. Welche Empfindung für dich in dem Moment eben am interessantesten ist. Whatever draws your attention. Was auch immer deine Aufmerksamkeit anzieht. Use that. Nutze das. Just come back. Einfach zurückkommen. Nein. Don't think about it. Denke nicht darüber nach. No, not thinking about it. Ich denke doch gar nicht. Just practicing. Übe es einfach nur. Ja. That's a tough one, this not thinking trip. Was ist das Schwierigste, dieses Nicht-Denken?
Wir bemerken es einfach, sobald ich über irgendwas nachdenke. Even if I'm thinking about coming back, selbst wenn ich über das Zurückkommen nachdenke, then I'm not back, I'm still bin ich nicht in zurück, sondern bin immer noch im Verstand. Yeah, so then it's like, oh, yeah, okay. Und dann ist da einfach dieses, ah ja, okay. Oh, I can, that's how I drop in the heart. Yeah. So kann ich ins Herz fallen. And then it's over. Dann ist es vorbei. Yeah. Like that. Genau. Yeah, I know this. Just practice is not. I don't know why it's so schwer. Against the mind. Mm. Ich kenne das. Jetzt muss ich es einfach nur üben. Exactly. Ich weiß nicht, warum es so schwer ist. Das ist bestimmt wieder der Verstand. Ja, genau. Der hat viele Tricks. So many ways to get our attention. Der hat so viele Möglichkeiten, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Just come back. Komm einfach zurück. Was macht man mit den Emotionen? You know? No, emotions are good. They help you. Nur die Emotionen sind gut. Die helfen dir. They help you to be here. Die helfen dir, hier zu sein. You don't think about them. Du denkst nicht über sie nach. If you only feel them. Man fühlt sie nur. Exactly. The fears, genau. The cries, the tears, the man crazy. Fühlt das Weinen und whatever. Die Tränen. No thinking. Was auch immer da ist. Ohne zu denken. Innocent. Huh? Unschuldig. Without thinking, we're innocent. Ohne zu denken, sondern unschuldig. Then we're feeling this, we're experiencing this as a child. Dann fühlen wir das oder erleben das als Kind. Yeah, it's nice there. Ja, da ist es schön. Yeah. I like that place. Ich mag diesen Platz. Be patient with yourself. Sei geduldig mit dir. Yeah. I don't have much of that. Davon habe ich nicht so viel. Patience. Geduld. God has infinite patience with us. Gott hat unendlich viel Geduld mit uns. I don't have patience with me. Ich habe keine Geduld mit mir. This is the one that doesn't have patience. Das ist der, der keine Geduld hat. Has nothing to do with you. Es hat mit dir überhaupt nichts zu tun. You are that which is infinitely patient. Du bist das, was unendlich geduldig ist. And what's that which is infinitely patient? Was ist das, was unendlich geduldig ist? It's not that, I said. I'm that which is infinitely patient. Ich bin das, was unendlich geduldig ist. Yeah. I am all of that. Ich bin all das. You can feel that, huh? Das kannst du fühlen. Yeah. Ja, ich fühle das. Yeah. Ich kenne das. But I cannot hold it. No, ich kann es nicht halten. No, can't hold. Nein, du kannst es nicht halten. Just come and goes. Es kommt und geht. Well, it's always here. Es ist immer hier. Our attention comes and goes. Unsere Aufmerksamkeit kommt und geht. Yes, and the attention goes to the thoughts, comes back here. Die Aufmerksamkeit geht zu den Gedanken und kommt hierher zurück. Yeah, come and goes and it gets shorter. Ja, kommt und geht und wird kürzer. So is that why? So then it's why I'm such in a crisis now, because it's getting shorter and I'm flipping out. About bin ich deswegen so in einer Krise im Moment, weil es immer kürzer wird und ich deswegen ausflippe? Obwohl das eigentlich das ist, was ich will. Das, für das ich mich gemeldet habe. You're in the right place. Du bist am richtigen Platz. Perfect. I don't want anything else than the truth. Great. But ich will so nichts anderes. Das ist die Wahrheit, aber ich habe große Angst. Oh, that's good. Das ist gut. No, really. Welcome. Why? Why do I have to suffer? It's the mind that's scared. Der Verstand hat Angst. Mind's freaking out because, hey, this is dangerous. You only want the truth. Er flippt aus, denn das ist gefährlich. Du willst nur die Wahrheit. You only want freedom. Du willst nur Freiheit. Freedom from the mind. Freiheit vom Verstand. It's death of the mind. Der Tod des Verstandes. Yes. The mind, of course, the mind's freaking out. This is good news. Deshalb ist es doch ganz klar, dass der Verstand ausflippt. Das sind gute Nachrichten. I know this, but it's this. Just welcome the fear. Heiße die Angst willkommen. And the fear will bring you back. Die Angst wird dich zurückbringen. Where is the fear in your body? Wo in deinem Körper ist die Angst? Such a big job. Where is the fear in your body? Wo in deinem Körper ist die Angst? Why is the angst? Why is the fear? Where do you feel the fear?
Wo fühlst du die Angst? Fear. Oh, it's in the heart. Ah, great. Cool. Toll. So just give your loving attention here. Dann bring ganz liebevoll deine Aufmerksamkeit hierher. That's where our joy is. Da ist die Freude. True. Stimmt. Everything is here. Alles ist hier. Grateful heart. Mm-hmm. Ein dankbares Herz. That's really what I want. Yes. It's nothing else worth it. Das ist alles, was ich will. When you want this, sonst lohnt sich nichts. All of heaven and earth supports this. Ja, genau. Wenn du das willst, dann wird es vom Himmel und der Erde unterstützt. Yeah, but sometimes the ways. Outside ways. The circumstance around it, it's not easy. Ja, aber die äußeren Umstände sind nicht leicht. Weiß. My circumstance is not easy, but maybe everything is supporting this. Alles unterstützt das. Just your awakening right now. Dein Erwachen jetzt. My beginning. My what? Your awakening. Dein Erwachen. Everything is supporting this. Alles unterstützt das. It's so much to let go. No. Da muss man so viel loslassen. There's nothing to let go. Nein, man muss gar nichts loslassen. Nothing to let go. Nothing to let go. I'm completely confused. Good. Ich bin komplett verwirrt. Scheiße. Yeah, heaven and earth does everything to make it happen. And I'm kicking and screaming. Himmel und Erde unternehmen alles, damit es geschieht, und ich wehre mich. This is the kicker and the screamer. Der da oben wehrt sich. Oh, can I put it somewhere? Kann ich den irgendwo hier lassen? Hast du da eine Tonne vielleicht? Just keep putting him on the shelf and then coming back here. Stell ihn immer wieder aufs Regal und komm hierher zurück. Pretty soon he learns to be a little quieter. Ganz bald lernt er, etwas ruhiger zu sein. Goes into the background. Kommt in den Hintergrund. Yeah. So keep it on the shelf. Come back. And it comes quieter. That's what you just said, yeah? Yeah. 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 Yeah, maybe it's close. So close. It's the rest right there. It's closer like than close. Vielleicht ist es ganz nah dran. Mehr als nah. You are already here. You've always been here. Du bist bereits hier. Du warst schon immer hier. But it's... It's only about a slight shift of attention. Es geht nur darum, die Aufmerksamkeit ganz leicht umzuschalten. Micron. A micron. A slight shift. It's true. It's just... Ein leichtes Umschalten. Nothing. Ja, nichts. And my beliefs and it's difficult, it's only in here. That's all. It's that simple. So einfach ist to awake. Das.
like this. That's it. Genau. So. You've never been separate. Du warst noch nie getrennt. Never been separate. Ego was flipping out because it's already acting again. He's struggling for survival, you know. Das Ego flippt aus. Ja, es kämpft sein Überleben. But he actually doesn't exist. In Wirklichkeit existiert es gar nicht. So we know the outcome of this. Deshalb wissen wir ja bereits, was dabei rauskommen wird. We know the outcome. Because he doesn't actually exist. Denn in Wirklichkeit existiert er nicht. There is no such thing. So was gibt es gar nicht. So we made it all up? Yeah. Haben wir das alles erfunden? Exactly. Ja, genau. We made it all up. Wir haben alles erfunden. We imagine that I am somebody separate from God. Wir stellen uns vor, dass ich jemand bin, der von Gott getrennt ist. Not possible. Das ist gar nicht möglich. But it's possible to imagine it. Aber es ist möglich, sich das vorzustellen. Yeah, Tom is stuck in a dream. Also stecken wir in einem Traum fest. That's it. Das ist es. So it's. I know all of this, and but it doesn't matter to know. No, that's right. It's just have to feel. Es zu wissen bewirkt gar nichts. It's just about shifting the attention to not knowing. Es geht darum, die Aufmerksamkeit auf dieses Nichtwissen zu richten. Just being here. Einfach hier sein. At all. Das ist alles. Nothing more difficult than that. So leicht ist das. Like Ramana sitting. I'm thinking of Ramana. Yeah. We all have this possibility. Wir alle haben diese Möglichkeit. Exactly, everybody. Genau, jeder. No qualifications necessary. Und dafür sind auch keine Qualifikationen nötig. Why does it take so long to wake up all of us? Und wieso dauert dieses Erwachen dann so lange? I thought we were doing pretty well here. Yeah. Ich fand, das lief schon ziemlich gut. That's right. I'm just, yeah. It's all against the mind. We want to go too fast. Das ist nur wieder der Verstand. Oh, yeah. So it's just the experience it takes, this time, this lifetime, to just do it. However long it takes, or a minute, or 10 years, or doesn't matter. Doesn't matter. What else do we have to do with this lifetime? Wir haben mit diesem Leben ja sonst nichts zu tun. That's what I have to do. Yeah. Nothing else. It's true. Nothing else is important. Yeah. Sonst ist nichts wichtig. It's always the same story. Es ist immer die gleiche Geschichte. Nothing missing. Es fehlt nichts. Nothing missing. Nothing to catch up. Nothing to get. Nichts zu bekommen. Nothing to give. Oh. I don't worry about the giving. Denk nicht ans Geben. It comes on its own. Everything happens by itself. Alles geschieht von selbst. Nothing to receive, nothing to give, nothing to get. Nichts zu empfangen, nichts zu geben, nichts zu bekommen. Yep. But then. I guess that's enough for now. Das reicht für jetzt. Just keep coming back here. Komm immer wieder hierher zurück. The whole time you're here and you come back up front and talk to me again.
während dieser ganzen Zeit, die du hier bist. Und kannst auch nach vorne kommen und nochmal mit mir reden. Ich komme so oft vor, wie ich es brauche. Thank you for making it. It's a funny joke, isn't it? It is. Danke, dass du das ermöglichst. Ist ein Witz, oder? Ja, der beste Witz. Ja. Simple. Thank you. Hi, Samapan. The music blew the mind away. Die Musik hat den Verstand umgehauen. Great, huh? Ist schon toll, gell? Beautiful. Ja, total schön. This morning I woke up and the silence was so deep that I couldn't remember my name. Als ich heute Morgen aufwachte, war die Stille so tief, dass ich mich nicht an meinen Namen erinnern konnte. Very good sign. Das ist ein sehr gutes Zeichen. I couldn't remember my history. Ich konnte mich nicht an meine Geschichte erinnern. And who I am. Und nicht an wer ich bin. This is the one hand side. Das ist so die eine Seite. And the other side is that I want to put them awareness in the power issue. Und die andere Seite ist, dass ich das Machtthema mit Bewusstheit angehen möchte. Tell me about this. Erzähl doch mal. So I told you from the colleague. Ich habe dir von meinem Kollegen erzählt. And last time when we worked together, I felt overpowered. Als wir das letzte Mal zusammengearbeitet haben, fühlte ich mich überrannt. But I could hold this feeling. Aber ich konnte dieses Gefühl halten. So I could stay the whole process with this feeling and this were 3 days with 30 people together. Ich konnte während dem ganzen Prozess bei diesem Gefühl bleiben. Es ging 3 Tage und da waren 30 Leute. Perfekt. Perfekt. Nothing more is needed. Mehr ist nicht nötig. This is it. Das ist es. I had a similar experience one time. Ich hatte mal eine ganz ähnliche Erfahrung. I was called the co-leader of this group. Ich war der Mitleiter, der Co-Leader dieser Gruppe, so nannte man mich. The guy who was leading it, I was just totally scared of him. Und ich hatte vor dem Angst, der die Gruppe leitete, total, vor dem Mann hatte ich total Angst. And I just felt scared all weekend. Und ich fühlte das ganze Wochenende diese Angst.
is needed. Nur das ist nötig. All the ideas about how we can feel powerful and do power and all this stuff is all bullshit. All diese Ideen, wie wir Kraft fühlen können oder Macht ausspielen können oder so, das ist alles Blödsinn. I felt this in the moment during the whole process that there is no, it's bullshit going into a power struggle or. Das habe ich in dem Moment während dem ganzen Prozess so gefühlt, dass es Quatsch wäre, jetzt in einen Machtkampf reinzugehen. Ja. But later on, it's not long ago, but I felt I can't go forward with this person. Die Sache ist nicht lange her. Ich habe aber hinterher gefühlt, dass ich mit diesem Menschen nicht weitermachen kann, nicht weiterkommen kann. No problem. Gut, kein Problem. So, life is always surprising. Das Leben ist immer eine Überraschung. Always. Immer. And you can't make up plans at all. Man kann überhaupt keine Pläne schmieden. You can't plan anything really important, yeah? Die wichtigen Dinge kann man nicht planen. The important things sneak up on you and happen. Die wichtigen Dinge schleichen sich einfach ein. Sie geschehen einfach. And I feel that I have to go with this inside. Ich fühle, dass ich mit diesem Inneren gehen muss. And what is this? Und was ist das? Is this a little planning? No, not so my mind, pardon me. Is this a little planning? Ist das jetzt doch ein Planen? So my mind tells me other things. Mein Verstand sagt mir andere Dinge. Don't listen to the mind this way and don't listen to the mind that way. Höre nicht auf den Verstand, weder in die eine noch in die andere Richtung. In fact, you don't know what's going to happen. Tatsache ist, du weißt nicht, was geschehen wird. You feel clearly that this is not supportive for you. Du kannst ganz klar fühlen, dass das für dich nicht unterstützend ist. Good, so far so good. So weit, so gut. Now, what happens out of it, we will find out. Was nun daraus weiter entsteht, werden wir herausfinden. You will hear some words coming out of your mouth, or you will see that you take some action, or not. Du wirst hören, wie du irgendwas sagst, oder du wirst sehen, dass du dich irgendwie verhältst, oder nicht. This I know from myself very well. Yeah, das kenne ich von mir schon sehr gut. Sure. Ja. And there's no hurry. Es besteht keine Eile. And we have to wait until it happens, yeah? Wir müssen warten, bis es geschieht. You can't decide, okay, A, B minus D equals F or something, you know. Wir können nicht entscheiden, A und B minus D ist gleich F oder sowas. Okay. I shall you bring some greetings from Frankfurt. Ich soll dir von Frankfurt Grüße überbringen. Well, cool. Toll. Thank you. I have a picture he painted, you know. Ich habe ein Bild, das er gemalt hat, weißt du? I like it very, very much. Ich mag es sehr. He told me he just painted it in 1 hour or something. Er
hat mir gesagt, er hat es einfach so in einer Stunde gemalt. Ich schaue mir dieses Bild immer wieder an. Es ist einfach erstaunlich. And it connects me with him. Und es verbindet mich mit ihm. He's so beautiful. Er ist so schön. Thank you. Yes. Da ist auch so starke Todessehnsucht in mir. Often there's a very strong longing for death inside of me. What is it? What is this death that's being longed for? Was ist das für ein Tod, nach dem du dich da sehnst? Wenn es so stark ist, dann ist mir egal, ob das jetzt körperlicher oder das wahre Tod ist. Ich weiß letztendlich, dass es keinen Tod gibt, weil ich das schon erfahren habe. When it is so strong, then I don't really care if it's the physical death or the real death. Basically, I know that there is no death. I have had this experience. Aber was wahrscheinlich dieser Frieden oder die Stille oder ich weiß es nicht wonach. Wahrscheinlich I guess it's the longing for peace, for silence. That's the longing. And where is this? Und wo ist denn das? Ich weiß es nicht. I don't know. Really? Wirklich? Ist auch so Überdruss da, das Leben. Ich will es nicht mehr leben. Often I'm so fed up with life, I just don't want to keep living it. Ah, there's something you don't like. Aha, da ist was, das du nicht magst. Something you want to avoid. Etwas, das du vermeiden möchtest. Some feeling, some experience. Ein Gefühl, eine Erfahrung. Ich will dann gar nichts. Außer sterben. I want nothing but dying. You want to avoid something. Du willst was vermeiden. It's important because you talk about death as if it is some escape. Das ist wichtig. Du sprichst vom Tod, als ob das irgendein Ausweg wäre. Ja, das ist das Schlimme, dass ich weiß, dass es keiner ist, wenn ich den Körper umbringen will. That is the tough part because I know that there is no escape, even if I want to kill the body. Okay, so what is it that you want to escape from? Was ist es denn, vor dem du da entkommen möchtest? Ich weiß es nicht mal so genau. I don't even really know. Manchmal diese Angst und Panik und was weiß ich, was immer was da ist, dann... Sometimes it's fear and panic and whatnot. And other times... Und zu anderen Zeiten... Is the fear and panic okay? Sind dann die Angst und die Panik in Ordnung? Manchmal. Sometimes. It's when we're fighting these feelings and it's really terrible. Wenn wir gegen diese Gefühle kämpfen, dann ist es wirklich schrecklich. Ich
dieser Verstand ist so fürchterlich, der ist so verrückt. This mind is horrible, he is so crazy. Wir sind so Geschichten und... He pulls me into stories. Verstricke ich dann nicht. It's absolute hell. He's only trying to get attention. Er versucht nur Aufmerksamkeit zu bekommen. Yeah. And when you don't give him attention, und wenn du dich ihm nicht zuwendest, then he starts to quiet down little by little. Dann fängt er an, nach und nach ruhiger zu werden. Aber es funktioniert nicht immer, wenn so außen irgendwas, diese Reize zu viel werden. But it does not always work when the input from outside gets too much. Sure. Klar. Of course. Natürlich. Then you have to turn down the volume. Dann musst du leiser drehen. Das funktioniert auch nicht immer. That too doesn't always work. True. Stimmt. Ja, dann schreie ich dann irgendwie Hilfe, weil ich weiß, dass irgendwie kritisch wird. Then I'm crying out for help because I know it's getting critical. Und dann habe ich das Gefühl, dass es niemand da ist. Then I have the feeling there is nobody. Well, that's just another thought. Das ist ein weiterer Gedanke. There's nobody out there to help, or there's nobody who needs to be helped. Da draußen ist keiner, der helfen kann, und hier ist keiner, der Hilfe braucht. Ja, das ist es. That is it. Dann ist er auch noch so oft verstrickt, dieser Verstand. Often the mind is very entangled. Ja, ich bin schon seit 20 Jahren dann auf dieser spirituellen Weg und dann hatte ich so viele Gurus auch in Indien und auch in Deutschland. I've been on the spiritual path for 20 years and I've had so many gurus in India and also in Germany. Und dann habe ich dann viele Bücher und so Sachen von ihnen und dann... I have a lot of books and things from them. Und dann einmal räume ich die weg und dann räume ich wieder zurück und dann... And then at one point I just put them all away, but then again I bring them all back, then I put them all away again. Dieser Verstand trickst mich ständig da. The mind is continuously tricking me. Und wenn ich wegräume, fühle ich mich total falsch. Fühle ich mich wieder total falsch. When I pack it away, I feel totally wrong. When I bring it back, I feel totally wrong. Throw them all in the Ganga. Wirf sie alle in den Ganges. Verstehe. Wirf all das in den Ganges. Or bring them to the nearest bookstore. Oder bringen sie in den nächstgelegenen Buchladen. Don't keep them. Behalte sie nicht. You don't need to know more. Du musst nicht mehr wissen. Just need to stop and be here. Du musst nur innehalten und hier sein. As it is. So wie es ist. How it feels. Wie es sich anfühlt. Nothing more. Mehr nicht. Ja, ich muss das tun, weil dieser Verstand der Tricks dermaßen, dann renne ich von einem Guru in den anderen und dann bin ich im Verstand und ich weiß ganz genau, dass man, wenn man wirklich erwachen will, dann muss man bei einem Guru bleiben. I know that I really have to do this because the mind really tricks me with this one and I'm running from one guru to the next. But I do know that if one really wants to awaken, one has to stay with one guru. Weil wenn sonst verschwindet alles und nur der Verstand ist da. Because otherwise everything disappears and all what's left is the mind. Und sogar der Meister, der im Körper ist, sowas. And even the master who is in the body. Forgive
Forget all this stuff. Vergiss all das. Forget it all. Vergiss alles. You know too much. Du weißt zu viel. Way, way, way too much. Viel zu viel. Be willing to know nothing. Sei bereit, nichts zu wissen. This is the key. Das ist der Schlüssel. Sometimes everything is so tough. I know, it's so tough. Ich weiß, es ist so schwer. But that's what makes it tough. Dadurch wird es schwer. Just this thought, it's so tough. Allein schon dieser Gedanke, es ist so schwer. Then the mind, again, the mind is torturing you. Auch da. Der Verstand quält dich. Just with this idea. Gerade mit dieser Idee. Aber du weißt, dass das so schwer ist, wenn so von außen so viele Reize da sind. But you know how tough it is when there are so many triggers from the outside. I don't know anything. Ich weiß nichts. That's why it's easier for me, because I don't know anything. Deswegen ist es für mich leichter, denn ich weiß nichts. This is what I'm suggesting you. Und das möchte ich auch dir nahelegen. Forget everything. Vergiss alles. Be willing to know nothing. Sei bereit, nichts zu wissen. It's much, much easier. Das ist so viel leichter. Ja, ich würde das auch so gerne. I would love to. This is easy. Das ist leicht. Ein Zauberer. You're a magician. Just make it be gone. Dieser Verstand vor allem. Especially this mind. All there's just thoughts. It's just programming. It's just nothing. Es sind nur Gedanken, nur Programmierung, einfach nichts. Just keep turning your attention to not knowing. Komme deine Aufmerksamkeit immer wieder zum Nichtwissen. Whenever some thought comes like, oh, this is too much, or oh, should I bring the books out or put them back or throw them away or whatever. Immer wenn dieser Gedanke kommt, ah, das ist zu viel, oder soll ich die Bücher wegpacken oder doch wieder einräumen oder wegschmeißen? Just stop, come back here. Oder sonst was. Dann halt einfach an und komm hier zurück. Come back to not knowing. Komm zum Nichtwissen zurück. Good morning. Good morning. It's nice to, you made it so easy to come back and ask questions. Simple. Es ist schön, du hast es so leicht gemacht, dass ich wiederkommen kann und Fragen stellen.
This morning I woke up very early, 5 o'clock. Ich bin heute sehr früh um 5 aufgewacht. I have this, like I was talking yesterday, this sense of urgency. It's just. Fühle ich diese Dringlichkeit? That sense of urgency so strong. But I enjoyed the walk. It was beautiful. Not many people were up. And the sunrise, and the dew on the grass, and the cat patiently waiting for the mouse. Patience. Very patiently. Aber ich habe den Sonnenaufgang, den Tau und auch die Katze genossen. It was a good metaphor, the cat. Die geduldig auf die Mäuse warten. Es geht für mich um Geduld. And on the east, these hills with many trees, and one tree all by itself on the middle of all the other trees, on top of the hill. And I thought it was also a metaphor. You know, the journey really alone. We are alone in the journey, yet part of the whole forest. And it gave me a little more. Courage, a little more humph. Und dann habe ich diesen Baum gesehen, der ganz alleine, zwar im Wald, aber einzeln stand. Und so ist es doch auch auf dieser Reise. Ist für mich ein schönes Bild. Man macht sie allein. I think that's a challenge sometimes. Es ist manchmal eine Herausforderung. To want the truth so much. Die Wahrheit so sehr zu wollen. You have to walk alone. Man muss alleine gehen. But I want that so much for me and for everyone. Aber ich will das so sehr für mich und für alle. Nothing else. Sonst nichts. Important. Sonst ist nichts wichtig. Nothing new for you, huh? Für dich ist das ja nichts Neues. This is all. It's always the same. Das ist alles. Es ist immer das Gleiche. It's always new. Es ist immer neu. It's always new. Immer neu? In what way? In welcher Hinsicht? The discovery of the moment. Die Entdeckung des Momentes. This is why I love this job so much. Deshalb liebe ich doch diesen Job so sehr. Because I can discover newly each time with each person. Weil ich jedes Mal mit jedem neu entdecken kann. Well, never get tired. Das wird mir nie leid. Never boring. No. Never boring. Es ist niemals langweilig. Very exciting. Sehr spannend. So this I have another challenge at time. It's to prioritize. You're talking about the mind and how the mind makes so much noise, and how the mind, if we listen to it, we are lost. And you even said it was shit or something like this. Something in that regard. Yeah. But the prioritizing, you know, I get lost in the, I don't know where, but I get lost in the detail of the life. Ich habe Schwierigkeiten damit, Prioritäten zu setzen. Ich verliere mich in den Kleinigkeiten des Lebens. The house, the job, the whatever, and I get lost, and sometimes I feel like I don't prioritize, or prioritize me, or I'm confused about this priority business. Some people think if you don't know to prioritize, it's kind of a sickness of some sort, in the therapeutic sense. Yeah. I don't know. My priority is always what's here. Meine Priorität ist immer das, was hier ist. It says, if the mind tries to say, yes, but you can't be here because there's something else that you have to do. Der Verstand versucht zu sagen, ja, aber du kannst nicht hier sein, denn es gibt noch was anderes zu tun.
I have to stop totally and say, oh, wait, yeah, is that something else, something that needs to be done here and now? Dann muss ich total innehalten und sagen, Moment mal, dieses etwas anderes, ist das etwas, das hier und jetzt geschehen muss? If not, then I can make a note, put it aside and come back fully to what I'm doing now. Wenn nicht, dann kann ich mir eine Notiz machen, es beiseite legen und wieder voll und ganz zum Hiersein zurückkommen. This is my priority. Das ist meine Priorität. If I only have 2 hours to do my tasks. Wenn ich nur 2 Stunden habe, um meine Aufgaben zu erledigen. And there's not enough time for me to concentrate on this task, which needs my attention. Und wenn da nicht genug Zeit ist, dass ich mich auf diese Aufgabe konzentriere, die gerade meine Aufmerksamkeit braucht. Fine. Put it aside. Gut, dann lege ich es beiseite. Do what I can do. Und tu das, was ich tun kann. Just now. Jetzt. And you don't trip about it if you don't finish it. Und macht dir das auch nichts aus, wenn du es nicht abschließen kannst? I never finished. Ich bin nie mit irgendwas fertig. I haven't been finished for years. Ich bin schon seit Jahren nicht fertig. So that's the key to just know it's. Das ist dann der Schlüssel. I never get to the bottom of the pile. Ich komme nie am Ende des Stapels an. So it's just about what's his place? Being finished inside every moment, yeah. Es geht also nur darum, innerlich in jedem Moment abgeschlossen zu sein. Tell me what's his place a little more. Being finished inside every moment. Innerlich in jedem Moment fertig sein. This peace, this quietness. Dieser Frieden, diese Ruhe. It's always here waiting for me. Ist immer hier, wartet immer auf mich. And this is the best. Das ist das Beste. Everything happens here. Alles geschieht hier. Running around like crazy, we miss this. Wenn wir wie verrückt rumrennen, dann verpassen wir das. Stopping and being here. Anhalten und hier sein. Again and again and again. Immer wieder. This is so like always being finished. Sowas wie immer abgeschlossen sein. Not holding something over my shoulder that has to, that makes me tense because it's not done. Nicht noch immer irgendwas parat halten, was mich dann so angespannt sein lässt, weil es noch nicht erledigt ist. Yeah, it's not done. It will probably not be done tomorrow and it will probably not be done the next day. Ja, es ist nicht erledigt. Wahrscheinlich wird es auch morgen und übermorgen nicht erledigt sein. I can enjoy this moment. Ich kann diesen Moment genießen. This is my priority. Das ist meine Priorität. This is the most important thing in life. Das ist das Allerwichtigste im Leben. If I don't do anything else in life, but learn to be here in this moment. Wenn ich in meinem ganzen Leben nichts anderes tue, außer zu lernen, hier in diesem Moment zu sein, that's a good life. Dann ist das ein gutes Leben. And from that place, swim into the peace. Und von da aus in den Frieden schwimmen. Peace is here. Frieden ist hier. No swimming necessary. Schwimmen ist gar nicht nötig. Oh, sit in it. Na, drin sitzen. Drowning in it. Drin ertrinken. Swim, drown to the bottom. To the bottom. Ertrinken. And there's no bottom. Bis ganz unten und da gibt's keinen Boden. It's no bottom. It's infinite. Es ist unendlich. Yeah, feel this some moments. Yes. In manchen Momenten fühle ich das. So the practice is, you said you never finish. So you practice over and over to feel it more and more and longer and longer. Man übt also das immer mehr und länger zu fühlen. Not more and more, not longer and longer. Nein, nicht mehr und mehr, nicht immer länger. Just here, just nur hier, nur das. As it is. So wie es ist. As it is, as I am.
So wie es ist, so wie ich bin. Limited as I am. So begrenzt wie ich bin. Yes to this. Ja zu dem. Yes to you. Yes to me. Ja zu dir. Ja zu mir. Exactly. Genau. Simple, yet it seems so complicated. Das ist so einfach, aber scheint so kompliziert zu sein. It's all in the head again. Es ist wohl alles wieder im Kopf. Head is always complicated. It always wants more and deeper and higher and better and stronger. Der Kopf ist immer kompliziert. Er will immer höher und tiefer und besser. And I can't be higher and I can't be better and I can't be deeper than I am right now. Ich kann aber nicht höher, besser oder tiefer sein, als ich jetzt gerade bin. Ever. Niemals. Ever. Ever. Niemals. Ever. Ever. I have to take a breath on this one. Yeah, this just kills the mind, yeah. Das bringt den Verstand um. Yeah. Mind has nothing to say about that. Dazu hat der Verstand nichts zu sagen. Thank you for this one. The last question I really need some help on before I go, because I don't know. Life is full of unpredictable moments. I don't know if we see each other again or not. You touched a little yesterday about relationship. Gestern hast du ja schon ein bisschen über Beziehungen gesprochen. It's something big at the moment for me. Das ist für mich im Moment ein großes Ding. How do you dance or play the relationship with another being? Wie tanzt oder spielt man eine Beziehung mit einem anderen Menschen? When you get hooked in the pattern, you know. Wenn man dann so in den Muster feststeckt. My critical self and my want to be, you know, finish perfect, what we just talk about. Yeah. Hook on the other one, and the other one feel criticized or judged or it's not doing it good enough. And then it's a dance where I don't know if sometimes we do not attract the partner to learn the lesson to be free or not. And sure, of course. And if we don't hook in your wounds or a child wound or whatever we can say in psychology, so we find... We do press each other's buttons perfectly. Yeah, wir drücken einander perfekt die Knöpfe. Well, and that's the benefit of relationship. Das ist der große Nutzen einer Beziehung. Yeah, I learn a lot through that. Ja, dadurch lerne ich viel. But then the other one get hurt, you get hurt, and then aber man verletzt sich gegenseitig. Nobody gets hurt. Keiner wird verletzt. That's a fiction. So das ist Einbildung. Well, if I have some unresolved issue, na, wenn ich irgendwelche ungelösten Themen habe, and my partner touches on this, und mein Partner das berührt oder meine Partnerin, I'm feeling my ancient pain. Dann fühle ich meinen uralten Schmerz. This isn't getting hurt. Das ist nicht verletzt werden. The hurt's already there. Die Verletzung ist bereits da. It's been there. War schon lange da. It's actually a blessing to have it uncovered. Es ist sogar ein Segen, dass das aufgedeckt wird. So I can make friends with it. Damit ich mich damit anfreunden kann. Then healing can happen. Dann kann Heilung geschehen. Then I become stronger and more solid in myself. Dann werde ich stärker und in mir gefestigter und mehr in meiner Mitte. Yeah. Small doses is good, yeah? In kleinen Dosierungen wäre es doses, gut. It's difficult. Yeah, so, sind es Riesendosierungen. So we need to take care of ourselves as well as possible. Ja, deswegen müssen wir uns auch so gut wir können um uns kümmern. Don't want to overdose on getting your buttons pushed. Da sollte man keine Überdosis bekommen an Knöpfe gedrückt bekommen. I mean overdose. Go off by yourself and just
process the last one. Yeah? Dann zieh einfach alleine los und verarbeite das letzte Mal. Yeah. Give yourself time to gently heal. Gib dir Zeit, sanft zu heilen. Before the next push. Vor dem nächsten Knopf drücken. Ja. Ja. Next bombardment. Next bombardment. Vor dem nächsten Mal, wo man bombardiert wird. So, all of what the other can perceive in you, or in me in that case, you know, all the judgment of I want the best, that's what I'm hearing. I'm crazy, I want the best. I'm too much, it's too intense. All of this is what the other... Is this the reality of some of me, or is it the other story projected? Because it's all about projection, always, always. Wenn der andere bewertet, so hat das dann was mit mir zu tun? How do you decipher the your stuff and the projection when it's all such a mess? You know, it's get all mumble, jumble. It's like. If the way you are pushes my buttons, if die Art wie du bist mir, falls die Art wie du bist mir die Knöpfe drückt, and I don't want to feel my feelings, und ich meine Gefühle nicht fühlen möchte, I make you wrong. Dann stelle ich dich als falsch hin. I make you wrong because I don't want to feel what I'm feeling. Dann stelle ich dich als falsch hin, weil ich das, was ich fühle, nicht fühlen möchte. Like, don't push my buttons. I don't like this. Nach dem Motto, drück mir bitte nicht die Knöpfe. Das mag ich nicht. Just the way you are is wrong. It just pushes my buttons wie all the time. Wie du bist, ist einfach verkehrt. Es drückt mir ständig die Knöpfe. I don't want to feel this. Und das will ich nicht fühlen. So it's not me, then it's the other. Also it's you. Das kann ich nicht. Das sind andere in dich. Always. Immer. It's always. If somebody pisses me off, it's always me. Wenn ich wegen jemandem sauer bin, bin das immer ich. It's always me. Bin immer ich. I mean, this is a hard thing to realize. Es ist ganz schön hart, das zu erkennen. It's hard. Because I'd really love to make it the other one's fault. Und ich würde es lieben, dass der andere die Schuld hat. But it's not. Das ist aber nicht so. We know that, but we still do it. Na, wir wissen das, tun es aber trotzdem. You do it, I do it. Du tust es, ich tue es. I have to stop and feel what it feels like again and again. Ich muss innehalten. Even if it hurts, und zwar immer, it immer does. Wieder. It hurts like hell sometimes. Selbst wenn es weh tut, ja. Manchmal tut es sogar verdammt weh. And each time I stop and feel this, I become a little more humble. Und jedes Mal, wo ich innehalte und das fühle, werde ich etwas demütiger. A little more patient with other people. Etwas geduldiger mit anderen. More loving. It happens. Und liebevoller? But ja, das so kommt vor. So painful sometimes to feel. It is. It's very painful. Ja, es ist sehr schmerzhaft. It's painful to become real. Es ist schmerzhaft, echt zu werden. It's a revolution. Es ist eine Revolution. To become real. Authentic. No matter what. And that applies personal relationship or in a job or parents or friends or whatever. That's right. It's the same. Same. Echt und authentisch werden in allen Bereichen. Partnerschaft, Freunde, Eltern, Job. All the rest is just the job, the partnerships, the situation that I'm in. It only gives me food for becoming more real. Der Job, die Partnerschaft, die Situation, in der ich eben gerade bin, gibt mir nur Nahrung, um echter zu werden. Sometimes it supports me in a very caring, loving way, and sometimes it supports me by making me come into my power. Manchmal unterstützt es mich sehr liebevoll, sehr tragend. It's been sleeping. Manchmal unterstützt es mich, indem ich in meine Kraft geschubst werde. I fell asleep a moment here.
bin gerade kurz eingeschlafen. Ja. I get a lot of courage and appreciation for this elder lady here. You just give her a name because I find our past so beautiful. Takes so much courage. 50 years married with somebody and maybe walk alone because she wants to be free. Ich schätze diese ältere Dame hier total. Ich fühle da so viel Mut. She's amazing. Dass sie da so ihren Weg geht, selbst wenn es noch 55 Jahre Ehe bedeutet, dass sie eventuell alleine weitergeht. Es berührt mich so sehr. It's never too late. Es ist niemals zu spät. Time doesn't exist in that matter. In dieser Sache existiert Zeit nicht. Genau. And what about marriage then? Und was ist denn mit der Ehe? What about marriage? What do you think about marriage? Was denkst du über Ehe? So many times I've been asked, this man asked me twice already. Dieser Mann hat mich schon zweimal gefragt. In 4 years we live together. Wir wohnen seit 4 Jahren zusammen. Marriage. What is this marriage? Well, marriage is a... It's a legal contract, right? Na, Ehe, das ist ein legaler Vertrag. Can be. Naja, das kann sein. Well, I mean, that's part of it, yeah? Naja, das gehört dazu. That, okay, that... It gives us certain legal rights. Das gibt uns dann bestimmte Rechte. My partner dies, I'm going to inherit, yeah? Mm-hmm. Because I'm married. If I'm not married, then it's something else, yeah? Wenn meine Partnerin stirbt, dann werde ich erben, weil wir verheiratet sind. Wenn wir nicht verheiratet sind, wäre das eine andere Sache. So it's a practical matter. Das ist also eine praktische Angelegenheit. That part. Nur dieser Teil. But he has the one. Aber der andere Teil, welcher andere Teil? Gibt es keinen anderen Teil? Gibt es denn einen anderen Teil? It's nothing else. It's only a piece of paper you married for this. Du meinst, das ist nur so ein Vertrag? Hast du deswegen geheiratet? Well, marriage pushes certain buttons that don't get pushed without it. Naja, die Ehe, das Heiraten, das gibt gewisse Knöpfe, die ohne es nicht gedrückt werden. Marriage pushes certain buttons. Ja. Because a different programming comes in. Ehe drückt gewisse Knöpfe, denn dann klickt eine andere Programmierung ein. The girlfriend program gets replaced by the wife program. Das Freundinnenprogramm wird durch das Ehefrauprogramm ersetzt. different challenges. Das sind andere Herausforderungen. That sounds pretty scary. Das macht ja ganz schön Angst. It's pretty scary. So ja, es macht ziemlich Angst. On what society makes the wife program to be? Well, the program's already there. Das Programm ist bereits da. You got it from your parents. Das hast du von deinen Eltern bekommen. I don't like that program. Das Programm mag ich gar nicht. You don't like that program. Das Programm magst du nicht? No, it was pretty tough, their program. Das war schon ziemlich hart, deren Programm. Yeah. Still together, but... Wir sind zwar noch zusammen, aber... Fights, but it was an interesting journey as a child. Yeah. Ständig Streit. Als Kind war das eine interessante Reise. Yeah, like that. Ja, so ist es. Ja... Yeah. So it's legal contract, that's it. Das ist nur ein offizieller Vertrag. I was asking you what you feel about marriage. You're talking about legal contract? If you married, legal contract? Von Verträgen? Well, I must like being married, because I've been married many times. Na, anscheinend mag ich es, verheiratet zu sein, denn ich war schon oft verheiratet. It kind of grounds me, yeah. Irgendwie erdet es mich. For you, it's grounding. Für dich bedeutet das Erdung. Something relaxes. Ja, dann entspannt sich was. Aha. Yeah. That makes me feel better. Jetzt fühle ich mich schon besser. Ja.
that's a good idea. Das ist eine gute Idee. Push the button, but it makes you relax and ground, so. Es drückt einem die Knöpfe, aber es lässt einen noch entspannen und erdet einen. We all have everything a little different. Yeah. Yeah, that's good. Das ist doch gut. Oh yeah, yeah. Aren't we funny? Sind wir nicht lustig? We are very funny. Wir sind sehr lustig. Yeah, that's helpful because coming out of retreat, it's very special health energy, special Buddha fields, very caring stuff, everything beautiful, your presence, your attention. And then you are outside there in the zoo, in the jungle. Das ist jetzt sehr hilfreich, denn hier während dem Retreat wird man so unterstützt und so getragen. Mine und dann müssen wir wieder raus in diesem Zoo mit den wilden Tieren. You have to hold the center there, huh? Da muss man seine Mitte bewahren. Yes. Not get bitten by the dogs. Und nicht von den Hunden gebissen werden. Ja. Yeah. So it's being in the moment. Es geht also darum, im Moment zu sein. Feeling in the moment. Im Moment zu fühlen. Step by step. Schritt für Schritt. Patiently. Geduldig. Softly. Weich. Humbly. Demütig. With a breath. And then take it as it comes. Und alles so nehmen, wie es kommt. And feel what feel, even if it's scary, then it's scary a moment, change after. Ja. Und fühlen, was hier ist. Und wenn es Angst macht, dann macht es in diesem Moment eben Angst. Und danach verändert es sich wieder. And when I freak out, I come back. Und wenn ich ausflippe, komme ich zurück. Ja. Simple key, ja? Ist doch einfach. Ja. You're funny. Du bist ein lustiger Kerl. Thank you. Oh yeah. It was nice to hang out with you. Es war toll, bei dir zu sein. I enjoyed it too. Very. Ich hab's auch sehr genossen. It's yeah. Like having tea with a friend. Als würde man mit einer Freundin Tee trinken. Stimmt's? Even better. Sogar noch besser. But, since you mentioned, aber da du nur den Tee erwähnt hast, have a little tea. Trink ich doch mal ein bisschen Tee. Better than tea. It's a metaphor. Ja, du bist besser als Tee. Das war doch nur ein Bild. So much better. Das hier ist so viel besser. Siehst aus wie diese Blumen. So unecht.
so artificial. I wasn't talking about that. Mein Name heißt Blume. My name means flower. So wenn ich in Hridaya von Ramana verweile, dann habe ich Schmerzen in der ganzen rechten Seite des Körpers. Von Kopf her, als irgendetwas hochziehen würde, diese rechte Gehirnhälfte. When I stay in Ramana, then I have pain in my whole right. Hridaya von Ramana, das Herz von Ramana. If I stay in the heart of Ramana, then I have pain in my whole right side. If something is pulling up in my head. Von der rechten Seite. Das habe ich schon gesagt. When something like this happens, it's like something wants to change. Wenn so etwas geschieht, dann heißt es einfach, dass sich irgendwas verändern möchte. So you're feeling pain in your whole right side. Du fühlst Schmerz in deiner ganzen rechten Seite. And if you just stay with it, wenn du einfach dabei bleibst, gently, ganz sanft, then some old issue gets resolved. We don't even have to know about it. Dann wird irgendein altes Thema gelöst und wir müssen noch gar nichts darüber wissen. Yeah. Something comes back into balance. Just the nature of things. Irgendwas kommt ins Gleichgewicht zurück. Das liegt einfach in der Natur der Dinge. Schon ganze Weile, seitdem ich hier bin, und auch dann mit Kopfschmerzen und den Schmerzen im Bein. I've had this quite a while since I'm here, in the head and in the leg. Fine. In Ordnung. Just don't think about it, just give it the attention. Denke nicht darüber nach, sondern wende dich dem einfach nur zu. Very directly. Ganz direkt. It's like you're focusing God's love to the area in your body that needs the support. Als würdest du Gottes Liebe genau in diese Bereiche deines Körpers richten, die die Unterstützung brauchen. Ja, ich mache das schon. I do this. Aber irgendwann verliere ich den Geduld. But at one point I lose patience. Well, patience is helpful. Geduld ist hilfreich. Ich habe auch so ein Gebet von inspiriert von Ramana, was ich sehr oft sage. I also have a prayer inspired by Ramana that I am repeating often. Lass mich sinken hinab ins tiefe Meer der Seligkeit. Let me sink deep down into the deep ocean of bliss. Du große Schweigen umarme mich. Great silence, embrace me. Und weile und leuchte als mein Selbst, das eine, der ohne Zweites ist. Be and shine as myself, as the one that is without a second. Du hast meinen Geist verführt. You seduced my spirit. Meine Seele ausgeplündert. You stole my soul. Und hast dich leise in mein Herz gestohlen. And slowly you sneaked into my heart. Erlöse mich von dem Wahnsinn dieser Welt. Liberate me from the craziness of this world. Und sei dafür gepriesen in aller Zeit. I praise you for this forever. Wow, nice prayer. Wow, ein schönes Gebet.
habe ich langsam gelernt, auch im Körper zu bleiben, wenn es überall Spannungen gibt. Slowly I learned to also stay in the body when there's tension everywhere. Mm-hmm. Great. Großartig. Müssen die auch nicht weggehen? Mir egal. So, they don't need to leave. I don't care. Exactly. Genau. Thank you for this retreat. Thank you for the retreat. So long. Hello. Hello, Samapan. Two or three beautiful days here. Ich hatte hier zwei oder drei schöne Tage. Yes, I like this place here. Mir gefällt dieser Ort. And I like to be in Satsang and to listen. Und ich bin so gern im Satsang und höre so gern zu. And I opened my cellar door. Ich habe meine Kellertüre geöffnet. And I thought nothing coming out. Ich dachte, da wird schon nichts kommen. No, I thought it nothing came up. Da kam einfach nichts. I felt good. Ich fühlte mich gut. And I thought everything is fine. Ich dachte, alles ist in Ordnung. Yeah. And I mean, every day we have a walk through the mountains here, through the hills. Ihr und ich, wir gehen jeden Tag hier durch die Berge spazieren. And there are many housings and at each, not at each, but at many housings there are dogs. Es sind viele Häuser und viele dieser Häuser haben Hunde. Or other animals. Oder andere Tiere. And since my childhood I'm afraid of dogs. Schon seit meiner Kindheit habe ich vor Hunden Angst. Nowadays it's not so much, but it's always a stress for me. Zurzeit ist es nicht mehr so stark, aber es ist doch immer Stress für mich. So when I walk in directions to houses, I could see the thoughts came up. Immer wenn ich in Richtung eines Hauses kam, konnte ich sehen. There will be a dog. Die Gedanken kamen, dass da jetzt bestimmt ein Hund ist. And it was hard work for me to stay in a moment. Es war harte Arbeit für mich, im Moment zu bleiben. And to walk towards the house. Und auf das Haus zuzugehen. And not to expect anything. Und nichts zu erwarten. Of course I expected a lot, but I tried always to come back to the moment. Natürlich habe ich viel erwartet, aber ich habe versucht, immer zum Moment zurückzukommen. And today it was really a hard day. Heute war ein harter Tag. There were many dogs on the way. Da waren viele Hunde. Big ones. Riesige. Big. Yeah. Almost like this. Ja, fast so groß. Oh. And it's like when I come up in front here to you, somehow. So I. Am I a big dog? Es ist fast wie wenn ich zu dir nach vorne komme. Somehow yes, it's bin ich ein großer similar Hund? With ja, irgendwie schon, es ist ganz ähnlich. Similar with men. Mit Männern ist es für mich ganz ähnlich. Mit Menschen heißt es men? People. With people, yes, it's similar with people. Sometimes I would like situations like hello, how are you, goodbye. And manchmal hätte ich am liebsten so Situationen wie hallo, wie geht's dir, tschüss. Yeah, and here it's different. Hier ist es anders. When I came back from the walk today, I thought, oh shit, it's so much effort.
Als ich heute vom Spazierengehen zurückkam, dachte ich, oh Mann, das ist so eine Anstrengung. But it's okay. Aber es ist in Ordnung. Did I tell you about the time I got bit by a dog? Habe ich dir schon mal von der Zeit erzählt, wo ich vom Hund gebissen wurde? No. A fairly good-sized dog tied up to a tree. Es war auch ein relativ großer Hund, der war an einen Baum gebunden. And somehow I wasn't paying too much attention because he was tied up. Ich habe nicht so auf ihn geachtet, denn er war ja festgebunden. Barking and doing dog things, you know. Hat gebellt und eben alles gemacht, was Hunde so machen. Then walking away toward my truck. Und dann ging ich weg. Ich ging zu meinem Auto. I was working for the gas company. Ich habe damals für die Gaswerke gearbeitet. And the dog somehow slipped loose. Und irgendwie ist der Hund, hat sich der Hund befreit. And just grabbed the calf of my leg. Und hat mich in die Wade gebissen. It was just a half a step more and I reached a big pipe that we used to straighten the gas pipes coming out of the ground. Und ich musste nur einen halben Schritt gehen und konnte ein riesiges Rohr greifen. It's a big pipe with a kind of a hook end, yeah. Ein riesiges Rohr, wo am Ende das am Ende krumm gebogen war. I would have made a hamburger out of this dog. Damit hätte ich aus diesem Hund einen Hamburger machen können. I turned around with this thing and the dog was gone. Ich hatte also dieses Ding in der Hand, habe mich umgedreht und der Hund war weg. And it was such a nice experience. Das war so eine schöne Erfahrung. I mean, I was just full in my power. Ich war einfach voll in meiner Kraft. I think since that time I've never been afraid of dogs. Ich glaube, seit da hatte ich nie mehr Angst vor Hunden. I'm bigger and meaner than any dog. Ich bin größer und gemeiner als irgendein Hund. Yeah. I had a similar experience with a small dog. Small dogs are terrible. Yeah. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung mit einem kleinen Hund. I was totally afraid of it. Yeah. Ja, mit kleinen Hunden ist es furchtbar. But ich hatte total Angst vor ihm gehabt. I think it's not a fear of being bitten. Bitten? It's bitten? No, keine Ahnung. It's more a fear that's coming out of my mind. Es ist gar nicht so sehr die Angst, davor gebissen zu werden, sondern irgendeine Angst, die aus dem Verstand kommt. Small dogs are more dangerous. Kleine Hunde sind gefährlicher. Yeah, and the small dog, I kicked him away. Ich habe diesen kleinen Hund dann so weggekickt. He learned to fly about 5 meters. Der ist dann so 5 Meter weit geflogen. He was really astounded, and me too. Yeah. Wir waren beide ziemlich erstaunt. Yeah, this is good. Good lesson for you and for the dog. Eine gute Lektion für dich und für den Hund. Small dogs can fly. Kleine Hunde können fliegen. Yeah, and today it was the experience that I was interested in seeing what kind of dog is it? How can I connect with it? Und heute war es jetzt ganz eine interessante Erfahrung, denn ich wollte sehen, was ist es für ein Hund? Wie kann ich irgendwie mit ihm in Verbindung treten? Because most of them, they are friendly. They bark, but they don't want anything to hurt. Denn die meisten sind ganz freundlich. Die bellen zwar, aber die wollen einem nichts antun. And if I'm calm, I can see this. Yeah, they're doing their job. Die erledigen einfach ihre Aufgabe. Their job is to guard this property. Deren Aufgabe ist es, dieses Grundstück zu bewachen. Yeah, so they make lots of noise and make sure everybody knows that they're on duty. Deshalb machen sie sehr viel Lärm, einfach um sicherzustellen, dass alle wissen, dass die hier gerade Dienst haben. Yeah, you're right. It's not mean, it's true. Es ist nicht gemein, das stimmt. Mm. But how to connect with a dog who's on duty?
Aber wie kann man denn mit einem Hund in Verbindung treten, der gerade Dienst hat? You're the intruder, yeah? Yes. Du bist ja der Eindringling. But show him I'm just passing by. Ich könnte ihm doch zeigen, dass ich nur vorbeispaziere. Yeah, just pass by. Ja, dann spazier einfach I just wanted to report this to you. Ich wollte dir das einfach berichten. Cool. Klasse. It's hard work for me. Das ist harte Arbeit für mich. Ich habe eine Frage. Immer wenn ich an den Punkt komme, dass mich etwas stört. I have a question. Whenever I come to the point that I'm bothered by something. Dann verhalte ich mich normalerweise so, dass ich mich klein mache, zusammenziehe. Then my behavior normally is that I make myself small, that I'm contracting. Und dann entsteht so viel Druck, der explodieren will. And then? So much pressure is created that wants to explode. Gestern hier im Satsang, als die Kinder so um mich rum und auf mir getobt haben. Yesterday in Satsang, when the kids were playing around me and on me. Dann habe ich ganz, also es gelang mir auch eine Zeit, sehr bei mir zu sein. For quite some time I really succeeded in staying with myself. Und dann wieder nicht. Then again not. Und dann habe ich den Platz gewechselt, ich gehe aus der Situation raus. And then I went, I changed my seat, I thought I'd just leave the situation. Different with kids. Mit Kindern ist es was anderes. You're not supposed to stay with yourself when the kids are jumping on you. Du sollst gar nicht bei dir bleiben, wenn die Kinder auf dir rumtoben.
I mean, you just stay with yourself, but you stay with the kid. Du bleibst schon bei dir, aber du bist mit dem Kind. And then there's just two children together. Und dann sind da einfach zwei Kinder zusammen. Yeah. One heart dancing on your belly. Ein Herz, das auf deinem Bauch tanzt. It's not time to withdraw and try to be quiet when the kid's jumping around. Dann ist es nicht die richtige Zeit, dich zurückzuziehen und zu versuchen, ruhig zu sein, wenn das Kind gerade rumhüpft. Yeah. This is an active meditation. Das ist eine aktive Meditation. It's easier that way. Dann ist es leichter. Then the kids are not. They don't learn to pull on you more and more, and then you're trying to pull away more and more. Dann lernen die Kinder nicht, dass sie immer mehr an dir ziehen müssen, und du lernst dann, dich immer mehr zurückzuziehen. Yeah, they want attention, great. Die wollen Aufmerksamkeit, prima. Give the attention. Dann gibst du ihnen Aufmerksamkeit. Beautiful. Wunderschön. Then when they get bored with you. Und dann, wenn es ihnen mit dir langweilig wird. Which happens pretty quickly. Das geschieht ja recht schnell. Then you can go back into yourself. Dann kannst du in dich selbst zurückgehen. Also außerhalb des Satsang-Raums mache ich es auch so. Das war nur gestern hier. Okay. Outside of the satsang room, I'm already doing it like this. Cool. It just happened here yesterday, but okay. Cool. Toll. Und dann war noch eine Situation heute. And then there was another situation today. Ich war am Teich, habe ich gelegen. I was lying by the pond. Und ich hörte, wie sich zwei unterhalten. And I heard how two people are talking. Und es hat mich gestört. It bothered me. Und ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. I did not know how to behave. Und dann bin ich aufgestanden und habe ohne Worte mit Zeichen gesagt, bitte, bitte aufhören zu reden. And then I got up and without words, just by signaling, I told them to stop talking. Aber ich denke, ich habe ein Gesicht wie meine Mutter gemacht, mit strengem Blick, also. But I think my face looked just like my mother's, very rigid. We can gently remind each other, it's nice. Wir können einander sanft erinnern, das ist schön. Because very quickly we forget and we get into some conversation, we kind of get lost. Und so schnell vergessen wir und fangen mit irgendeiner Unterhaltung an und dann verlieren wir uns völlig. A little friendly reminder. Eine kleine freundliche Erinnerung. It's all that's needed. Nur das ist nötig. No, no judgment, no, no remorse, no. Kein Bewerten, kein Denken, dass du was falsch gemacht hast. We all forget. Wir alle vergessen. Dann ist das Problem gar nicht so groß. So it's not such a huge problem. Not really. Nicht wirklich. Ich habe immer so Angst vor dieser Wut, die hochkommt. I'm very scared of this rage that's coming up. Yeah, You've repressed it most of your life. Ja, du hast sie während dem größten Teil deines Lebens unterdrückt. Made it into an enemy. Hast deinen Feind daraus gemacht. It's not a good idea. Das ist keine gute Idee. You start to make friends with it. Fang nun an, dich damit anzufreunden. Easier to do that when you're alone. Das ist leichter, wenn du alleine bist. When somebody's provoking you, it's difficult. Wenn dich jemand provoziert, dann ist es schwer. But
Aber wenn du es, während du alleine bist, übst, die Wut willkommen zu heißen, dann bringt dich das immer mehr in deine Kraft. And then you can be gentle with others. Und dann kannst du mit den anderen sanft sein. By the way, the kids are so great. Übrigens, die Kinder, die sind einfach klasse. I'm enjoying them so much. Ich genieße die total. And they're amazing. Die sind doch echt erstaunlich. Yes. Thank you so much, Sama. Your help is so great. Deine Hilfe ist großartig.